Frau Rosmanit, am Wochenende wurde ein 3 Monate alter Säugling ins Koma geschüttelt. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass das Kind in Lebensgefahr ist. Ich kann nur sagen, dass das immer wieder vorkommt, immer dann, wenn Eltern sich überfordert fühlen, auch nicht genügend Kompetenz haben, mit Störungen umzugehen, weil so ein Kind stört natürlich oft genug, es weint. Und es kann auch Vater und Mutter in eine völlig hilflose Position bringen. Und wenn soziale Inkompetenz und Hilflosigkeit zusammenkommen, dann ist die Gewalttätigkeit nicht mehr weit. Und gibt es denn bestimmte Warnsignale auch bei Personen, wo man im Vorhinein schon sagen könnte, okay, das könnte eine Mutter oder ein Vater sein, der sein Baby vielleicht schütteln würde? Also man weiß nur, dass gewissermaßen Zeichen der Überforderung auftreten können, schon im Vorfeld oder wenn Gewaltakte in der Familie oder in der Beziehung waren oder einer bereits vorbestraft mit Körperverletzungsgewaltdelikten ist, dann muss man sehr vorsichtig sein, dass nicht gewissermaßen derartiges passiert in einer Extremsituation. Und wie geht man denn am besten mit einem Partner um, der vielleicht dazu neigt, dass er leicht getriggert wird, eben von einem Kind, das viel schreit und weint? Unserer Erfahrung nach ist es häufig so, dass in solchen Beziehungen entweder beide Eltern keine Kompetenz aufweisen, mit dem Kind so umzugehen, dass man es liebevoll beruhigt. Dazu muss man ja auch selbst die Erfahrung im Leben gemacht haben. Wenn man das nicht hat, dann versucht man, das Kind abzustellen. Und dieses Abstellen kann also mit Gewalt einhergehen und kann also schwerste Schäden hervorrufen, denn es kommt natürlich dann immer mehr zu Schreien und immer zu heftigeren Aktionen, sodass also wirklich auch Lebensgefahr entstehen kann. Wie geht man um, wenn man wahrnimmt, dass ein Partner aggressiv mit dem Kind ist und aggressiv zu einem selbst ist, dann sollte man zumindest sofort eine Beratungsstelle aufsuchen.